Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines Boberheide. Schauen uns gerade mal den Industrieverkehr an, wie er gerade ziellos hin und her fährt, so wie es aussieht. Interessant. Ja, irgendwie fährt er andauernd in Sackgassen. Ich weiß nicht, was er hier macht. Es ist kein Wunder, wenn wir Verkehrsprobleme haben, wenn die alle nur ziellos hin und her fahren. Na gut. Hallo? Ja, okay, also das ist gut. Petersen, wir haben hier überall nicht genügend Käufer. Das heißt, wir müssten. Hatten wir nicht gerade erst eine Bäckerei gebaut oder so, müssen wir vielleicht noch eine bauen sonst. Aber lassen wir das erstmal. Das hier sieht ein bisschen ungünstig aus. So. Der bleibt mal da drin. Und das wird eine, genau, mit Stoppschildern zum Rein- und Rausfahren. Ach, guck dir das an. Das sieht so furchtbar aus hier. Hier haben wir schon einen Friedhof, trotzdem werden die nicht abgeholt. Ich glaube, das dauert alles eine Weile, bis sich das zurechtrüttelt hier. Hier unser sozialwissenschaftliches Institut. Oh, er hat jetzt auch genug Studenten. Wir brauchen akademische Werke für Film. Und der kann aufleveln in den nächsten Level. Das ist doch sehr schön. So. Das hier die. Das sieht mir ein bisschen zu amerikanisch aus hier. Ich glaube, ich muss in Ahrensdorf mein eigenes Gebiet machen hier. Ungefähr. Und dann packen wir hier Maßbüll, ist das okay? Packen wir hier europäisch rein. Dann werden diese ganzen Wolkenkratzer. Durch so historischen Altbau ersetzt. Wie auch immer das funktioniert. Normalerweise geht das umgekehrt, aber machen wir das so mal. So, in Lütjenholm haben wir hier die Öko-Wolkenkratzer, die sind okay mit den Begrünungen. Mittlerweile sieht das auch einigermaßen grün aus hier. Gefällt mir. Und dann brauchen wir noch ein Gewerbegebiet irgendwo. Okay. Oh, guck dir die Straße an hier. Das ist nicht schön. Das ist eine Menge Verkehr hier. Die Frage, was wir da machen können.
Wir könnten den ganzen Laufverkehr, könnten wir vielleicht ein bisschen eingrenzen, indem wir hier U-Bahn-Haltestellen machen. Gucken wir, brauchen wir mehr Müllverarbeitung? Nee, Müllverarbeitung haben wir. Das Problem ist scheinbar nur der Transport hier. Okay, da kommen die jetzt auch schon wieder an. Machen wir hier mal eine Allee raus. Oh, Erdöl kriegt einen neuen Level. Okay. So. Was können wir denn hier mal hinbauen? Wir können hier so ein großes. So eine große Recyclinganlage hinbauen. So. Die müssen aber andersrum verteilt sein hier. Den machen wir hier hin. Den machen wir da hin. Ja. So. Ich glaube, dann brauchen wir hier aber auch eine etwas größere Straße. Fahrrad brauche ich hier eigentlich nicht. Wer will mit dem Fahrrad zum Recyclinghof fahren? So. Gottchen. Das ist eine Albtraumkreuzung. Oh mein Gott. So. Also hier die Fußwege werden aber angenommen, hier sieht man. Da. Das ist gar nicht schlecht. Und die erst hier. Aha. Können wir hier noch. Ah, wo bauen wir das hin? Am besten hier. Da können wir dann hier noch eine kleine Mülldeponie. Relocaten, die zuerst hier war. Und auf dieser Seite bauen wir dann noch mal ein kleines Recycling Center. So. Da ist mein Ölgebiet. Mein Ölgebiet kann. Was ist das hier? Nicht genügend Rohstoffe. Okay, das ist scheinbar schon leer hier, oder? Nee. Im Normalbetrieb kleine Ölpumpe. Okay. Gucken wir mal, was wir hier an weiteren Gebäuden haben. Das ist hier Arbeiterunterkünfte, die können wir hier vorne hin machen. Kleiner Bohrturm. Können wir hier ein paar Bohrtürme hinsetzen? So. Pyrolyseanlage, Petrotechnik,
Die machen, glaube ich, die stellen Plastik her, genau. Das haben wir nämlich gebraucht. Was ist das hier? Rohöllager. Da haben wir bestimmt schon eins gehabt, oder? Nee, haben wir nicht. Na gut. Machen wir das. Und wir könnten hier natürlich mal so ein europäisches Gewerbegebiet mit so Altbau reinpacken. In den Reußenkögen. Ja. So. So, hauptsächlich auf dieser Seite. Aber den Wald lassen wir mal stehen. Und was wir auch machen sollten, ist noch ein paar Fußwege rüberbauen, weil die haben sich bewährt hier. So. Ah. Der kommt da leider nicht an. So, das ist besser, oder? Ja. So, sehr schön. Könnten wir hier noch einen Parkplatz auf der anderen Seite hinbauen? Parkplatz, wo seid ihr? Da. Und vielleicht auf der Rückseite, da wir auch Industrie brauchen, wie uns die Legende sagt, bauen wir hier ein paar Bürogebäude. Okay, das dauert noch ein Weilchen, bis das hier voll wächst. Aber die werden relativ gut angenommen, das ist gut. Und jetzt haben wir auch wieder Bedarf für Wohngebiete, das ist auch super. Vielleicht sollten wir hier eine Polizei hinbauen, weil wir haben Kriminalität im Ölgebiet. Bauen wir hier mal so eine hin. Ja. Was Sie hier vielleicht hinbauen könnten, wäre hier dieser zentrale Marktplatz. Dieses eine Asset, was ich mir selber gemacht habe, wenn ihr euch erinnert, aus der Tunable. Zum Tunable Playthrough. Ja, dazu müsste ich Straßen wegreißen. Das ist dann vielleicht auch nicht. Ah, hier könnten wir das machen. Okay.
Ich den richtig gebaut habe, weiß ich nicht, aber lassen wir so mal stehen. Und die Leute können nach Herzenslust parken hier. Natürlich könnten wir hier vorne und hinten noch so ein Baudenkmal hinbauen. Das macht das Ganze prägnanter. Der passt tatsächlich dazu. Ah, kleine Statue. Hier noch so ein paar historische Gebäude. So, wie ist das? Okay, das ist eine relativ kleine, bescheidene Kirche hier. So, dann schauen wir mal. Hier werden die Parkplätze schon benutzt, scheinbar. Unsere Baudenkmäler haben kein Wasser. Das darf natürlich nicht sein. So, was packen wir hier jetzt rein? So einer von den großen Parks hier reinpasst genau, das wäre natürlich schön. Ah, zu groß. Spielzeugfabrik, große Ölpumpe und Ölindustriespeicher. Okay. Orthodoxe Kirche vielleicht hin oder was bauen wir hier? Warte mal, hier hatten wir auch Statuen, ne? Ja. So. Was ist das hier? Penny Discount Market. Weiß nicht, inwiefern das ein Baudenkmal ist, aber bauen wir hier mal hin. Können wir hier. Also die brauchen sich jetzt nicht beschweren, dass sie keine Unterhaltungs. Gebäude haben hier. Ich habe jetzt ein Kino hingebaut. Können wir auf die andere Seite noch ein Zoo bauen? Hier dahin zum Beispiel. Und dann können wir auch fast schon wieder. Könnten wir theoretisch, wenn wir Bedarf hätten, haben wir aber nicht. Also können wir das nicht.
So, aha, keine Güter, das heißt, wir müssen hier eine Post hinbauen, oder? Wo war das noch? Bei Industrie, ne? Ja. Hier ein Postamt. Passt das hier noch hin? Nee. Brauchen wir noch Schulen? Wir könnten wieder eine Oberschule gebrauchen. So, und eine Bücherei kann nie schaden. So. Alles ein bisschen uneben hier, aber das verbaut sich. Okay, dann gucken wir mal. Können wir hier eine Sauna hinbauen? Sauna ist immer gut. Und Krematorium. Öffentlicher Swimmingpool, sehr gut. Und ein altes Krankenhaus. Passt das hier rein? Das passt hier irgendwo rein. So, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Und den Rest füllen wir auf mit Bürogebäuden. Ist alles im europäischen Stil hier. Ja, aber wir wollten ja in unserem Ölgebiet gucken, wo wir jetzt auch tatsächlich. Ist das hier nicht genügend Rohstoffe? Muss ich tatsächlich noch mehr Öl fördern hier? Schauen wir mal, haben wir hier noch Öl überhaupt? Ja, ist super viel Öl. Okay. Dann können wir einfach noch ein paar mehr davon bauen, von den Ölpumpen. Was ist das hier? Große Ölpumpe. Okay, fangen wir doch gleich mit denen an. Und das Geld ist alle. Okay. Nicht genügend Verkaufswaren hier. Das ist nicht gut. Und die haben nicht genügend Käufer. Es ist interessant, wie das so ist hier. So, hier brauchen wir ein neues akademisches Werk. Requiem for Chirp, okay. Und hier können wir mal gucken, ob wir hier mehr Gebäude bauen können.
Okay, also das hatten wir noch nicht. Dann gibt es hier tatsächlich neue Gebäude, was? Muss ich mal gucken. Berufsschul, Festsaal, IT-Club hatten wir noch nicht, glaube ich. Schlafsaal, okay, gut, den brauchen wir. Okay, hier packen wir ein paar Bäume rein. Damit das nicht ganz so kahl aussieht. Und vielleicht noch ein paar Fußwege in und durch den Wald hier. Okay, bauen wir hier noch mal ein paar Low Density Commercial Gebiete rein zwischen die Bäume. So, wie ist das? Dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Es ist nicht so, dass wir jetzt viele Probleme behoben hätten von der Stadt, aber immerhin haben wir dieses Gebiet ein bisschen ausgebaut. Ob das mit den Produkten hier. Vielleicht müssen wir hier ein Lagerhaus bauen nächstes Mal oder so. Oder warte mal, packen wir einfach mal eins hin. Lagerhäuser. Und zwar so ein altmodisch aussehendes. Vielleicht hilft das.
Dann noch ein größeres nebenan. So. Ausgewogen. Gelagerter Rohstoff. Kommerzielle Güter. Kommerzielle Güter. So. Wenn er da jetzt was hinbringt, dann hätten wir zumindest kommerzielle Güter. Was ist hier los? Nicht genügend Käufer für Produkte. Das heißt, wir könnten hier auch schnell noch eine Fabrik bauen. Tupperwarenfabrik zum Beispiel. Druckerei, Limonadenfabrik und meinetwegen die Spielzeugfabrik. So, gucken wir, ob das läuft nächstes Mal. Und dann würde ich sagen, bis denn und liked und subscribed und macht diesen ganzen Quatsch, den man immer macht. Ja, bis denn. Ciao. Tschüss. Wo ist der Stoppknopf?